Deswegen mal einfach die Umfrage an euch oben rechts in der Ecke. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Soll ich mit Dortmund weitermachen oder soll ich nochmal neu anfangen mit einem ganz anderen Verein? Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Part dieser FIFA 17 Karriere. Wir haben noch ein geiles Spiel, wir haben noch das Pokalfinale gegen Mainz vor uns. Deutscher Meister, sind wir ja souverän geworden. Ich sag schon mal vorneweg, dieser Part wird ein bisschen länger werden, weil wir zum Schluss natürlich nochmal auf die ganze Statistik schauen und die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Und wenn euch der Part gefällt, dann lasst doch wieder ein Like da. Und dann würde ich sagen, legen wir los gegen Mainz. Wir spielen natürlich mit der besten Mannschaft auf neutralem Boden, also hier nichts irgendwie auswärts. Wir sind zwar als Auswärtsmannschaft gesetzt, weil wir das zweite Spiel gespielt haben. Batra ist wieder fit nach seiner Verletzung in Anführungszeichen. Ansonsten, nee, Schauer machen wir nicht, weil Schauer, da leckt es zu sehr. Wir machen mal neblig und dann würde ich sagen, ja, geht's los. Am 31. Mai 2017, Finale Mainz. Sehr überraschend, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Normalerweise, wenn es ganz logisch wäre, müsste das Finale eigentlich Dortmund gegen FC Bayern heißen oder tatsächlich Dortmund gegen Schalke oder gegen Gladbach oder was weiß ich. Aber es kommt zum Finale, Mainz gegen Dortmund, die Sequenz will ich mal laufen lassen. Mal gucken, ob die da was Neues haben, so vom Einlaufen her. Ich sehe schon mal rechts die beiden fahren. Ah, das ist neu. Das ist ja geil, dass rechts und links jetzt die Wappen sind, also so wie bei einem Länderspiel. Das ist ja geil, der Ball, okay, das war soweit auch neu, ne? Also das Banding, also die Werbung halt außenrum, dass jetzt DFB-Pokal und sowas draufsteht, das war ja auch schon neu. Der Kreis in der Mitte und ich glaube, dass gleich viele Zuschauer rein dürfen. Also das, ich sag mal so, dass es quasi Hälfte-Hälfte ist. Guck, da hinten seht ihr das, die Hälfte Dortmunder Fans und dann die andere Hälfte Mainzer Fans. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja mega geil, dass sie das jetzt hier geändert haben. Also, dann hoffe ich, dass wir diese geile Änderung mit reinnehmen ins Pokalfinale und los geht's. Mainz gegen Dortmund, ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Und dann hoffe ich, ja, dass wir heute dann nach dem Spiel den Pokal auch in die Höhe stemmen dürfen. Dann haben wir eine Mega-Saison gespielt. Viel besser geht's gar nicht. Meister und Pokalsieger, was willst du denn hier noch erreichen? Also, fangen wir mal an. Götze zum ersten Mal. Dann haben wir Gonzalo Castro, Rode. Unten läuft Lukas mit, den kriegt er. Lukas ist am Brosinski vorbei, locker und leicht. Und jetzt in der Mitte vielleicht die erste Chance. Oder hinten Dembele, nein. Aber da kommt Hector Bellerin. Der holt sich den Ball, Götze. Gonzalo Castro, Rode und da ist Lukas. Aha, der kommt nicht ran. Weil Brosinski ihn da so ein bisschen stört. Schade. Ja, erste Chance. Aber wie gesagt, heute ist nochmal so ein ganz besonderes Spiel, weil es ist halt nur ein Spiel und Mainz, die können halt auch aus nichts ein Tor machen. Die haben es uns in der Liga auch schon schwer gemacht, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Da haben wir zwar beide Spiele gewonnen, aber das war mal. So, Rode ist aber wieder vorne mit Gonzalo Castro im Zusammenspiel. Ja, nochmal Rode. Ball halten. Und wenn es halt gar nicht geht, ne, ich meine, wenn es gar nicht geht und wir merken, wir müssen hinten rumspielen, dann machen wir es halt. Heute ist das halt umso wichtiger, ne, das ist so. So, Gonzalo Castro, Rode. Da haben wir Aubameyang, Götze, mit ein bisschen Platz. Götze! Ja, sprachlos. Sprachlos, 12. Minute, 1:0. Für Dortmund. Ja, das geht doch mal gut los hier, also. Also, dass der Götze da so ein Ding da raushaut, ey. Und das in so einem Spiel. Wahnsinn. Boah, leck mich am Arsch, ey. Da hat ja nichts mehr dazwischen gepasst. Hier sehen wir das nochmal. Klasse Technik. Und dann geht der aber auch genau. Aber genau in den Winkel. Ja, oder fast. Also, eine Bildzeitung hätte dazwischen gepasst. Aber klasse Tor. Klasse Tor von Götze. Und genau das ist ein Auftakt nach Mars. 12. Minute. Und schon führen wir 1:0. Und da haben die Mainzer natürlich jetzt erstmal geschockt und vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Ja, jetzt wird es ein spannendes Spiel. War es schon von Anfang an, aber jetzt wird es erst recht spannend, weil die Mainzer halt was machen müssen. Und sie sind schon vorne. Aber werden sofort wieder abgefangen. Lukas, Mario Götze. Und wir haben schon die Chance, ja, aufs nächste Tor durch den Konter. Lukas, der läuft da seinem Mitspieler weg. Bengtsson, der kommt nicht hinterher. Lukas hält den Ball im Spiel. Stark gemacht. Hector Bellerin. Dembele. Gonzalo Castro. Und da ist Marcel Schmelzer! Zweites Tor! Was ist denn hier los? Jeder Schuss, ein Treffer, 18. Minute, 2:0. Na, also wenn das so weitergeht, dann wird es heute ein Spaziergang. Hier im Olympiastadion. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass es so leicht hier geht. Hier, Dembele, Gonzalo Castro und dann Schmelzer. Drei Ausrufezeichen, dass der mal ein Tor macht. Ich glaube, der hat noch gar nicht getroffen, oder?
ich weiß nicht, ob er in der Liga schon mal getroffen hat, aber auch ein klasse Tor, so wie Götze. War zwar nicht so schön wie das Tor von Götze, aber trotzdem sehr platziert. Der Kapitän. Der Kapitän geht voraus und macht sein erstes Tor, glaube ich, im Pokal oder... Ja, in dieser Saison allgemein. Ich glaube, in der Liga hat der auch noch nicht getroffen. Ich glaube, der weiß nicht mal, wie er getroffen hat. So, also 2:0, 18. Minute. Ja, weiterhin sprachlos. Ich bin sehr erstaunt, wie leicht das doch geht. Bislang, also ich bin von Mainz ja sehr überrascht, wie die es ins Finale geschafft haben, wie die sich gegen Leverkusen und so durchgesetzt haben, aber noch ist ja genug Zeit. Jetzt wollen wir hier uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil Pokal ist Pokal und auch das Finale hat seine eigenen Gesetze, aber dazu müsste ja Mainz mal ein bisschen was nach vorne machen. Jairo zum Beispiel mal, jetzt über die linke Seite auf Bengtsson. Ja, der bringt die Flanke rein, da ist John Córdoba. Ja, und die erste Chance für Mainz, also... Mainz ist da, Mainz meldet sich im Spiel ja an. Deswegen, wir dürfen das hier noch nicht als gewonnen sehen. Da ist noch viel zu spielen, viel, viel Zeit. Aber so wie es jetzt natürlich aussieht, das spielt uns natürlich perfekt in die Karten. Schmelzer. Lukas, wieder Schmelzer. Vielleicht nochmal ein Doppelpass. Lukas, wieder Schmelzer, ja, der doppelte Doppelpass. Schmelzer ein drittes Mal auf Lukas. Da ist wieder Götze, Achtung. Und da hinten kommt Hector Bellerin mit ein bisschen Platz. 29. Minute. Und diesmal Lössl. Glaube ich, ist im Tor, ne? Genau, Lössl hält seinen ersten Ball. Ist natürlich auch immer gut für einen Keeper, aber er hat schon zwei Gegentore kassiert. Und der wäre auch reingegangen, ja. Der hätte auch gepasst. Okay, geht weiter. Über Gonzalo Castro. Vielleicht klappt ja auch in diesem Spiel mal wieder ein Tor nach einem Eckball. Da ist Dembele. Ja, darf Castro nochmal probieren? Oder ne, den holt er. Jetzt darf er es nochmal probieren. Nächster Eckball. Machen wir mal kurz. Gonzalo Castro, Lukas da hinten auf dem Bede, der ist nämlich frei. Dem Bede hat jetzt mal Platz mit links und schießt wieder einen Mainzer an. Machen wir es nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ne? Also jetzt. Jetzt muss es ja klappen. Aubameyang am kurzen Pfosten und kriegt dann nochmal einen Eckball. Nein, diesmal klären die Mainzer. Aber sie klären nicht gut, denn Schmelzer kommt leider nicht hin. Doch, haben doch gut geklärt. So, jetzt Ngamim. Der komische wieder mit seinem Namen, ey. Brosinski, Beister, Maxi Beister. Brosinski und Schmelzer. Also bislang ist das sehr erschreckend schwach von Mainz. Also es ist bislang diese Kopfballchance von John Córdoba. Sonst war nichts. Aber jetzt vielleicht mit Beister. Der läuft dem Sokratis da weg. Da kommt Schmelzer auch nicht hinterher. Schmelzer, jetzt grätscht er dann ab. Wahnsinnsgrätsche, Junge. Super. Und der nächste Konter läuft über Lukas. Viel Platz für Rode. Rode, ja, am ersten vorbei, aber am zweiten bleibt er hängen. Gut, aber weiter. Rode läuft heute trotzdem wieder viel. Was ist das denn? John Córdoba, kein Abseits. Oh, da haben wir geschlafen. Oh, 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 wir hätten da nicht aufgepasst. War das Batra oder Sokratis? Auf jeden Fall haben wir da gepennt. Ganz eiskalt. Und wenn er ein bisschen kaltschnäuziger ist, John Córdoba, dann macht er den auch rein. Und dann steht sie wieder 2-1. Und dann ist die Sache wieder ganz offen. Deswegen, das dürfen wir hier noch nicht als gewonnen sehen. Mainz ist gefährlich und bleibt auch noch gefährlich. Beißer, den kriegt er nicht gegen Schmelzer. So, 40 Minuten rum, wir führen 2:0, verdient, ja, aber Mainz ist hier noch nicht geschlagen, ganz oft schon gesagt. Gut, aber so wie es bislang läuft, ist das wirklich eine klasse Leistung. Gonzalo Castro schickt Dembele, ach schade, da hat Jairo gut aufgepasst. Da haben wir Clement Latza, wieder Clement Latza. Ja, gegen zwei, das geht zu einfach. Da dürfen wir halt jetzt nicht draufstürzen, müssen halt ein bisschen stellen und schauen, dass Gbamin, Gbamin! Falls der so heißt. Ich weiß nicht, wie du heißt. Gbamin. Doch, war richtig. Gbamin in der 45. Ja, das wäre also nochmal zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt vielleicht für die Mainzer gewesen. Kurz vor der Halbzeit. Aber okay, vielleicht jetzt nochmal wir über Aubameyang. Gonzalo Castro nimmt da Rode mit. Nee, Götze. Da unten ist Lukas. Ah, kommt da nicht ran, oder? Kommt da ran? Nein. Beißt da. Okay, Schiri pfeift zur Halbzeit. Die Dortmunder Fans feiern schon mal. Ist, glaube ich, Hälfte-Hälfte, ne? Das haben die so aufgeteilt, dass es Hälfte-Hälfte ist. Ansonsten war das ja immer so, dass die Mannschaft, die halt als Auswärtsmannschaft gesetzt war, hat halt nur den Auswärtsblock zur Verfügung, also den Gästeblock. Hier sehen wir das mal besser. Also es ist Hälfte-Hälfte, würde ich mal sagen. Hälfte Dortmunder, Hälfte Mainzer, so wie das ja in echt auch ist. Da geht ja ungefähr die Hälfte immer an beide Mannschaften. Und so soll es ja auch sein. Also mein Gott. So, 2:0 zur Halbzeit. Statistik spricht ein bisschen für uns. 5 Schüsse aufs Tor. Ne, also 5 Schüsse, 4 aufs Tor, so rum, 2 Tore, 58% Ballbesitz. Und wir haben nur einen Zweikampf geführt. Das wundert mich. Okay, aber wir haben dafür 3 Eckbälle, die so, naja, waren. Egal, wir führen 2:0. Und die Mainzer reagieren, die bringen Clemens rein für Maximilian Beister. Aber Beister hätte ich jetzt nicht gerade rausgenommen, so als schnellen Mann über die Außen. Aber okay, ich bin ja nicht Mainz, ich spiele ja Dortmund.
Und da soll mir das egal sein. So, da haben wir zum ersten Mal Christian Clemens gegen Sokratis. Vielleicht überrascht er uns ja mit einer guten Leistung. Ich hoffe natürlich nicht. Bad 3, jetzt aufgepasst. Dabei nicht verlieren. Und Rode in die Mitte auf Aubameyang. Castro, wieder Aubameyang. Gegen 3-4 Leute. Ja, es ist schwierig, weil er wird halt von 3-4 Leuten immer umgarnt. Aber das haben wir jetzt mal schnell gespielt. Götze und Lukas gegen Clemens. Ja, passt Clemens auf. Und Lössl haut den erstmal weg. Aber Rode gewinnt. Ja, den Zweikampf so halb. Und wir bleiben im Ballbesitz. Über Aubameyang. Da ist Gonzalo Castro. Der kann auch mal schießen. Oder Schmelzer. Nee, Götze ist das. Götze auf Castro. Ah, schade. Aber Lössl ist vor ihm da. Da ist Castro dann auch ein bisschen weggelaufen vom Ball. Naja, und die Mainzer kommen über Gbamin. Oh, schön, da passt auch Jairo. Da hat Dembele ein bisschen geschlafen und Bellerin. Aber Bellerin holt ihn sich wieder eiskalt. Und über Birki. Schmelzer nochmal Birki. Geht es dann über die andere Seite. So, das ist jetzt hier kontrollierter Spielaufbau. Lass den Gegner einfach laufen. Gegner laufen lassen. Und gar nichts hier anbrennen lassen. Sehr schön. Götze im Doppelpass mit Aubameyang. Legt da oben auf Rode durch. Nein. Ja, wird gefoult. Bleibt auch liegen, oder? Na komm, er steht wieder auf. Oder? Nee, er bleibt verletzt liegen. Oh, der wird sich dazu nicht verletzt haben. Gerade im Finale, weißt du? Aber er steht wieder auf. Komm. Götze, steh auf. Das läufst du dir wieder raus. So, und jetzt Jairo gegen Bellerin. Ah, oh, da haben wir ein bisschen geschlafen. Bellerin gegen Jairo. Fair. Und souverän. Geht's wieder auf die andere Seite. Ja, also Mainz versucht auf jeden Fall. Die stehen jetzt höher als in der ersten Hälfte. Stehen auf Höhe der Mittellinie. Birgt die Gefahr, dass sie in einen Konter laufen. Wie hier zum Beispiel. Dembele. Mein Gott, was ist denn da los mit meiner Stimme? Dembele. Wen sieht er in der Mitte? Rode muss da reinlaufen. Da musst du reinlaufen. Was willst du denn da? Da soll er nicht reinlaufen. Der sollte in die Lücke reinlaufen. Gonzalo Castro. Und da ist Aubameyang. Götze. Lössl. War abseits? Ach, war abseits. Scheiße. Okay, der wäre eh nicht reingegangen, weil Götze das irgendwie nicht geschafft hätte. Der Pass hätte einen Moment früher kommen müssen. Schöner Pass in die Mitte. Ich wollte eigentlich draufschießen. Mainz wechselt nochmal Fabian Frey für Jean-Philippe Gbamin. So, jetzt hast du nochmal den vollen Namen. Jetzt bist du ja draußen. So, und Götze wird uns da oben angezeigt. Ist verletzt, aber der läuft schon wieder weiter. So, Batra. Götze, ah, der strotzt vor Spielfreude. Mein Gott. Gonzalo Castro, unten ist Dembele. Schön, und jetzt in Strafraum. Komm, 1 gegen 1. Dembele gegen 2-3 Mann. Ah, schade. Wollten wir es mal versuchen mit einem Trick. Hat aber nicht geklappt, aber wir bleiben drauf. Komm, Bengtsson, und der kann ihn nur uns ausklären. So ist das. Schön gemacht, schön unter Druck gesetzt. Jawohl, Dembele, sehr schön gemacht. Und Gonzalo Castro raus auf Schmelzer. Der Doppelpass vielleicht mit Lukas. Nein, er macht es mal allein und da ist wieder Götze. Wird diesmal abgeblockt. Und die Mainzer über Clemens. Sie versuchen es ja. Stehen ja hinten jetzt ein bisschen besser und versuchen dann nach vorne zu kommen. Rode verpasst Sokratis und Brosinski. Ja, spielt den Ball halt ins Nirgendwo, weil halt auch niemand vorne steht. Das ist, ja, nicht gut gemacht von den Mainzern. Jetzt Götze wieder. Ja, schade, gegen Leon Balogun. Glaube ich, bleibt er da hängen. Aber wir setzen nach. Schön wiedergeholt. Gonzalo Castro, Rode. Noch mal Castro. Oben auf Lukas, wenn er den sieht. Er ist auf Schmelzer natürlich. Schmelzer, kriegt er den vorm aus? Ja, Schmelzer. Lukas lässt sich fallen. Lukas, hinten ist Gonzalo Castro. Und noch mal Götze, Bellerin. Und noch mal Mario Götze aus dem Stand. Götze, ja. Der wäre fast wieder im Winkel gelandet. So, Viertelstunde vor Schluss. Wir können mal wechseln. So, wir wechseln mal Rode aus. Wie immer. Der ist schon platt, wie immer. So, dann haben wir hier Emre Mor, den wir mal Spielpraxis geben. Oder was heißt Spielpraxis im letzten Spiel. Und Schürrle darf auch nochmal rein für Lukas. Ja, Eckball. Komm, Mor. Steht doch hier unten. Komm, Mor. Muss entgegenkommen. Hier, Mor. Genau. So, Emre Mor. 1 gegen 1. Ja, das war ein bisschen blöd gemacht. Was habe ich mir dabei wieder gedacht hier? Hector Bellerin im Zusammenspiel mit... Oh, Emre Mor, klasse gemacht von Emre Mor, ey, Wahnsinn. Weltklasse. Weltklasse Pass von Emre Mor. 78. Minute und das ist die Entscheidung. Wir gewinnen also das Double. Wir holen uns auch noch den Pokal hier in Berlin. Und führen mit 3-0. Aber das Tor geht echt auf zu 90% auf die Kappe von Mor. Ey, guckt euch das an. Und dann Bellerin. Das ist halt dann einfach individuelle Klasse. Da hätten wir auch nochmal querspielen können auf Aubameyang. Oh, aber der Mor, der Pass von Mor war echt... Zucker. Der war wirklich Zucker. Gerade im letzten Spiel nochmal so eine geile Aktion. Klar, jetzt ja, kommen wir von einem hohen Ross runter. Das macht ja jeder in FIFA 17. Aber ist halt geil. In dem Moment war es halt ein geiler Pass. So, und ein schönes Tor dazu. 3-0. Damit ist das Ding hier gegessen. 3-0. Ich hätte mal, wie gesagt, gedacht, es wird oder gehofft, dass es ein bisschen spannender wird. Aber wie gesagt, ich werde nie absichtlich schlecht spielen. Nur weil
das hier dann nicht so spannend wird. So, und wir haben den Ball schon wieder. Götze raus auf Aubameyang und der flankt hinten auf Götze und der macht fast einen Doppelpack. Schade, aber gut. Kopfbälle waren noch nie seine Stärke. Das wird auch in 10 Jahren so sein, denke ich mal. Gut, aber dafür hat er ja seine Stärken woanders. Haben wir ja gesehen beim 1:0. So, und Sokratis und Mohr macht sich auf. Komm, was hat er noch im Petto? Der ist so schnell, der läuft den Bengtsson weg. Mohr. 1 gegen 1, da kommt der zweite, Mohr, ah, scheiße, und da kann er sich nicht durchsetzen, also da muss Mohr noch ein bisschen dazu lernen, ja, dass er einfach noch ein bisschen robuster wird, so ein bisschen, bislang ist das ja eigentlich ganz gut, so wie er sich gibt und so weiter. So, Fabian Frey nochmal für Mainz, Jairo, vielleicht ja mit einem Ehrentreffer für die Mainzer, Hector Bellerin kommt da hinterher, Bellerin gegen Jairo, ja, da setzt sich Jairo gut durch, flankt rein, aber Mainzer kriegen da irgendwie nicht so einen richtigen Zugriff, Fabian Frey, jetzt vielleicht doch über Christian Clemens und Birki. Ja, so richtig eigentlich die erste Chance für Mainz in der 90. Minute. Das ist dann halt viel zu spät und dann auch viel zu wenig in so einem Pokalfinale. Birki ist unten, sehr schön gemacht. So, nochmal der Eckball. Wir schleichen uns vorne wieder weg mit Götze. Ihr wisst, was im letzten Part passiert ist gegen Bremen. Vielleicht gelingt uns ja sowas Ähnliches. Ja, gelingt uns. Und jetzt Götze auf und davon gegen Bengtsson. Wer ist schneller? Wer hat die meiste Kraft? Götze gegen Bengtsson. Ja, es ist so ein Elefantenrennen. Aber Götze scheint sich durchzusetzen. Gegen Bengtsson, aber das schafft er nicht. Oder doch, schafft er. Mega. Und da ist Aubameyang, der hat noch gefehlt. Schade. Und Mainz klärt, aber das war's. Wir gewinnen also auch den DFB-Pokal. Da können wir mal applaudieren. Und auch aufstehen. Das mache ich jetzt nicht, aber ich applaudiere trotzdem. Sehr schön gemacht. 3:0 und damit haben wir das Double gewonnen und haben eine perfekte Saison gespielt. Und Batra konnte dann doch noch spielen. Hat sich ja gegen Bremen verletzt. Und da habe ich schon so gedacht, ah, wird er fit fürs Finale? Ja, er wurde es. Und wir haben den zweiten Titel. Wir haben endlich wieder mal ein paar Titel geholt. Haben wir ja bei FIFA 16 leider nicht so häufig geschafft. Oder ich glaube, fast gar nicht. War das so? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Bei FIFA 16 haben wir mit Darmstadt gespielt. Und? Mit wem noch? Haben wir da nur mit Darmstadt gespielt? Weiß ich gar nicht. Oh Gott. Nee, mit Leicester City. Quatsch, mit Leicester City sind wir ja Meister geworden. Okay, klar. Mit Leicester City. Jetzt fällt es mir wieder ein. Aber okay. Das sind also unsere ersten beiden Titel. Oh, auch schöne neue Grafik und schönes neues Podest. Podium fürs Pokal. Spiel fürs Pokalfinale. Super. Und jetzt darf also auch nun Schmelzer den zweiten Pokal, die zweite Trophäe hochhalten. Für Borussia Dortmund. Sehr gut. Stark. Gibt's gar nicht irgendwie was zu meckern. Eine überragende Saison. Wir sind komplett ungeschlagen geblieben. Klar im Pokal, sonst wären wir ja draußen. Und in der Meisterschaft auch. Aber jetzt kommen die... Ach nee, guck mal, da hinten sind wieder die... Konfetti-Kanonen. Mit echten Konfetti-Kanonen. Ist das nicht geil, ey? Die kommen nicht mehr aus dem Rasen raus. So, und jetzt ab zu unseren Fans. Ab in die Kurve zum Jubeln und zum Feiern. Das haben wir uns verdient. Der ganze Verein, die ganze Mannschaft hat echt klasse und überragend gespielt. Ja, viel besser geht's gar nicht. Da gibt's gar nichts groß zu meckern, wie gesagt. Sprachlos und sehr überrascht. Das ist gleich in unserer ersten Saison so gut funktioniert hat. Noch das Feuerwerk genießen. Nochmal ein Abschlussfoto machen. Ne? Oder gibt's das noch? Klar, Abschlussfoto gibt's doch noch, oder? Und Pierre-Emerick Aubameyang ist, glaube ich, der Torschützenkönig im Pokal. Hat 4 Dinger gemacht. War aber auf dem ersten Platz. Hat er in diesem Spiel leider nicht getroffen. Aber ich sag mal so, es ist egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, die Mannschaft gewinnt und die Mannschaft spielt erfolgreich. Ja, und das war's mit der ersten Saison. 11 Schüsse, 6 aufs Tor, 3-0 Sieg im Pokal und somit geht eine erste erfolgreiche Saison zu Ende in FIFA 17. Jetzt wollen wir nochmal kurz zurückschauen. Guck mal oben, wir haben ein Trainerwertungsupdate von 93, also viel besser geht's ja gar nicht. Wir schauen mal auf die komplette Abschlusstabelle. Also wir natürlich oben ungeschlagen, 26 Siege, 8 Niederlagen, 8 Unentschieden, 0 Niederlagen, mein Gott. 60 Tore geschossen, 9 Gegentore, eine Tordifferenz von plus 51, 86 Punkte, Wahnsinnswerte. Dann die Bayern dahinter mit 67 Punkten, dann Leverkusen und Gladbach, die wahrscheinlich in der Champions League spielen. Ich glaube, 4. Platz ist noch Champions League oder Champions League Quali, weiß ich nicht. Wolfsburg und Köln sind auf jeden Fall sicher dann in der Europa League, ja. Also die Gladbacher haben es dann noch auf dem 4. Platz geschafft. Dann Schalke, Augsburg, Hertha, Hoffenheim, Mainz, Frankfurt, Hamburg. Ist auch nicht abgestiegen, gibt's auch nur in FIFA. Dann Freiburg 14., 15. Bremen, 16. die Ingolstädter, die damit in der Relegation spielen. Leipzig und Darmstadt steigen direkt in Liga 2 ab.
So, dann bin ich noch gespannt, wie das Relegationsspiel ausgeht. Hier Hannover gegen Ingolstadt. Dann warten wir das nochmal ab und dann schauen wir nochmal rückblickend auf die komplette Mannschaft. Mannschaftsbericht. Okay, da gucken wir gleich mal. Wie viel haben wir noch bekommen? 3,5 Millionen für den DFB-Pokal, für Dortmunder Verhältnisse vielleicht nicht so viel, aber für Vereine zum Beispiel aus der zweiten Liga oder für so Vereine, die eher unten drin stehen. So, 16 Jahre, hat eine 54. Könnten wir jetzt also hochziehen. Ich mach das mal. Vertrag anbieten. Und da könnten wir den ja verleihen erstmal für ein halbes Jahr. Wäre jetzt so meine Idee. Wir müssen ja auch dann erstmal klären, ob wir überhaupt noch bei Dortmund bleiben oder ob ihr wollt, dass ich zu einem anderen Verein gehe. Das müssen wir ja dann erstmal klären. So, wir gehen jetzt aber erstmal die Saison durch. So weiter und so fort. Vertragsangebot abgelehnt. Ich glaube nicht, dass ich die versprochene Rolle... Ach so, ja, klar, weil ich ihm gesagt habe, du bist Stammspieler. Das ist ja völliger Quatsch. Der wird ja noch nie Stammspieler sein. Jugendstab? Ach nee, Quatsch. Eins weiter, Jugendakademie. Dann machen wir halt, warte mal. Machen wir halt erstmal künftiger Stammspieler. Ja, wir machen erstmal künftiger Stammspieler, bieten dir nochmal 700 Euro pro Woche. 700 Euro pro Woche, ey, als Jugendlicher. Wie geil ist das denn? Und da gucken wir auch nochmal auf die ganzen Ziele, weil ich das mal interessiert. So, die auslaufenden Spielerverträge ist nur Yannick Bandowski. Das ist ein, was ist denn das für einer? Linksverteidiger. Ja, 23. Nee, ich denke mal nicht. Ich denke mal, der kann weg, der wird uns nicht so wehtun. Ja, dann schauen wir mal komplett auf die Mannschaft. Nee, ich mache erstmal die Vorstandserwartung. Das interessiert mich jetzt mal so. Ziele im Überblick, wir haben also die drei Ziele erreicht. Wir haben den Vereinswert über drei Saisons um 20% mindestens erhöht. Das sollen wir in drei Saisons schaffen, haben wir jetzt schon in der ersten geschafft. Wir sollen 120 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen erzielen und wir sollen die Champions Cup Qualifikation schaffen, haben wir damit auch geschafft. Dann Nachwuchsentwicklung, das haben wir halt noch nicht geschafft, dass wir über zwei Saisons einen Profit aus 3 Millionen ziehen von den Nachwuchsspielern. Heißt also, wir müssen Nachwuchsspieler hochziehen und dann auch irgendwann mal verkaufen. Das haben wir schon geschafft. Schaffen die Champions Cup Qualifikation und über zwei Champions Cup Saisons das Finale erreichen. Das heißt, diese Saison oder nächste Saison müssen wir dann halt in Champions Cup das Finale erreichen. Deutschen Pokal-Halbfinale sind wir Sieger, Ligameister ist klar und Finanzen, das haben wir schon. Ja, deswegen ergibt sich der Wert 93 und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf die Mannschaft. Rückblinkend den Teambericht, oder? War das Teambericht? Ich glaube Teambericht. Also, wir gehen sie mal schnell durch. Also, Roman Bürki hat 44 Mal gespielt, hat sich um eine Plus 1 verstärkt, hat nur ein Spiel verloren. Verloren in der Bundesliga? Nee, eine Vorlage. Ach nee, stimmt, geil. Das heißt, die Vorlage, die er gegen Bremen geliefert hat, die hat gezählt. Weil ich wollte ja dann nochmal gucken, ob das gezählt hat. Also die hat gezählt. 44 Spiele und eine Vorlage als Keeper. Kommt selten vor, aber okay. Hat 25 Mal zu 0 gespielt in der Bundesliga. 5 Mal im Pokal und dann einmal in diesem Anleitungsturnier am Anfang. Okay, machen wir weiter. Hector Bellerin ist ja für 26 Millionen vom FC Arsenal gekommen. Eine Plus 2, ein Tor, 2 Vorlagen. Batra hat sich auch um eine Plus 1 verstärkt. Ist für 24 von Barca gekommen. Ein Tor hat er gemacht. Sokratis ist geblieben. Hat kein Tor, keine Vorlage, aber ein super Spiel gemacht. 2 Tore hat Schmelzer. Ach genau, aber eins in der Bundesliga und eins im Pokal jeweils. Okay, ist bei einer 80 geblieben. Gonzalo Castro auch eine Wahnsinnssaison. 6 Tore, 11 Vorlagen. Bei einer 82 geblieben. Kürzlich von den Bayern gekommen für 20 Millionen. Hat 2 Tore und 5 Vorlagen. Sebastian Rode. Dembele, das wird noch ein richtiges Monster. Der hat sich schon mit Plus 3 verstärkt. Für 16,5 von Start Renault gekommen. 6 Tore, 2 Vorlagen. Lukas von Paris Saint-Germain ist um eine Plus 2 gestiegen. 8 Tore, 4 Vorlagen. Mario Götze ist wieder zurückgekommen von den Bayern für knapp 51,5 Millionen. 13 Tore, 9 Vorlagen. Also der blüht wieder richtig auf. Dann Pierre-Emerick Aubameyang, glaube ich, der interne Torschützenkönig mit insgesamt 18 Toren und 12 Vorlagen. Also hat auch eine super Saison gespielt, eine Plus 1. Moore hat sich um eine Plus 5 verstärkt. Geil. Zeigt großes Potenzial, hat zwar kein Tor gemacht, aber immerhin 3 Vorlagen in der Bundesliga. Der würde seinen Durchbruch noch schaffen. Also, neben Subotic hat auch immerhin ein Tor gemacht, 10 Spiele. Mandzukic ist eine Stärke nach unten gegangen. 2 Tore, 3 Vorlagen immerhin, aber ja, eine neue Saison und vielleicht auch neues Glück für ihn. Dann Guerreiro für 8,5 von Lorient gekommen, eine Plus 4, immerhin eine Vorlage. Schürrle plus 2, 6 Tore, 1 Vorlage. Shinji Kagawa, 1 Tor, 3 Vorlagen. Roman Weidenfeller, gut, ist eine Legende in Dortmund, ja, ein Spieler für die Geschichtsbücher, hat kein einziges Spiel gemacht. Dann Merino ist für 11,5 von CA Osasuna gekommen, aus Spanien, hat immerhin auch 2 Tore gemacht, eine Plus 3. David Sauerland hat nie gespielt, aber hat trotzdem eine Plus 2 gekriegt. Weigel hat eine Plus 2 gekriegt, hat nur 13 Mal gespielt, hat aber immerhin ein Tor gemacht im Pokal. Ein wichtiges in Gladbach. Dann Bandowski, der wird uns verlassen.
Henrik Bohnenmann ist noch ein Keeper, hat nie gespielt. Reimann hat nicht gespielt, der hat nicht gespielt. Felix Passack hat immerhin ein Spiel gemacht, eine plus 2. Christian Pulisic hat eine Vorlage gegeben, plus 4. Iwobi plus 4 für 2,6 von Arsenal gekommen, 3 Vorlagen. Das sind halt noch so Jugendspieler, die entwickeln sich halt noch ziemlich geil. Deswegen, dann, Durm eine plus 4, 2 Tore und eine Vorlage. Joseph-Claude Guyot ist eine plus 1. Matthias Ginter plus 2, eine Vorlage. Park Yo-Ho hat kein Spiel gemacht. Sven Bender hat ein Tor gemacht. Ach, in diesem Einladungsturnier auch. Okay, also um eine plus 1. Und Ramos hat 2 Spiele in der Bundesliga gemacht. Und Pascal Stenzel ist verliehen an Freiburg. Ja, das war's, würde ich sagen. Wir spulen noch mal bis zum Schluss vor. Und dann ist natürlich die Frage, wollt ihr noch eine zweite Saison direkt danach mit Dortmund sehen? Also, dass wir jetzt nach der Saison gleich weitermachen und dann auch in der Champions League spielen? Oder wollt ihr, dass ich zu einem anderen Verein gehe? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich dann wieder von vorne beginnen soll oder ob man halt hier fragen kann, eventuell, ob, ich guck mal gerade, hier, bei Jobangebote zum Beispiel, da gibt's ja Gladbach, Wolfsburg hätte hier zum Beispiel Interesse, Juve, Neapel, Gladbach, das wären jetzt so die 4 Teams, also Juve, Neapel, Gladbach und Wolfsburg, wo wir hingehen könnten, aber es ist ja dann beim nächsten Mal, sind das ja wieder ganz andere Mannschaften, deswegen mal einfach die Umfrage an euch oben rechts in der Ecke, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht, soll ich mit Dortmund weitermachen oder soll ich nochmal neu anfangen mit einem ganz anderen Verein, und wenn ich halt sehe nach einer Zeit, okay, es wollen ein paar Leute mehr, dass ich mit einem neuen Verein anfange, dann mache ich halt nochmal ein Infovideo und so weiter und so fort. Das aber erst, wenn es soweit ist. Wie gesagt, es würde mich dann freuen, wenn ihr oben rechts mitmacht bei der Abstimmung, bei der Umfrage. Und dann würde ich sagen, spuren wir noch bis zum Schluss vor. Auslaufende Spielerverträge. Der Jugendspieler hat das Angebot akzeptiert. Spuren wir mal vor und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch. Stoppt er die Simulation? Ja, ne, der stoppt doch die Simulation. Auswählen, stoppen. Simulation wird gestoppt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch heute die erste Saison gefallen. Wir haben ja wirklich jeden auseinandergenommen. Wir sind Meister geworden, Pokalsieger. Wir haben eine klasse Truppe. Viele junge und gute Spieler vor allem, die sich noch gut entwickeln können. Haben super Potenzial. Und jetzt liegt es halt an euch. Wie gesagt, nehmt oben an der Umfrage dran teil, oben rechts. Soll ich mit Dortmund weitermachen? Dann drückt auf Ja. Und wenn nicht, dann klickt auf Spielen mit einem anderen Verein weiter oder ich weiß nicht, was ich da genau hinschreibe. Irgendwas in der Art, ihr werdet das dann schon erkennen. Gut, also dann bedanke ich mich bei euch und ich bin auf eure Meinung gespannt und aufs Voting-Ergebnis. Macht's gut, danke für die erste geile Saison und ich hoffe, wir machen so weiter. Ciao!